Ja, hallo, mein Name ist Dirk Polakowski, ich bin von der Sportjugend des Stadtsportbundes Schwerin. Wir haben heute hier das Regionalfinale im Streetbasketball veranstaltet, Regionalfinale Schwerin, Parchim und Ludwigslust. Ja, es geht ja heute einerseits um den Sieger in den Altersklassen und um die Qualifizierung für das Landesfinale. Das Ganze ist ein Projekt der Sportjugend Mecklenburg-Vorpommern. Minus unscharf waren diesmal sehr viele, weil die so sehr ungeschoben sind. So wie Volleyball, das hast du auch immer, ich sag mal, 50%. Das sind immer noch 300. Dann machen wir nochmal 2, 3, 4. Ich hab's hier online genommen, ne? Oder nicht? Wolltest du eigentlich? Also hast du gesagt, ich habe die hat Tina durchgesetzt. Ja. Weil die war irgendwie K.O. Aber sind wir beim Tennis drauf zu sehen, bei der Moderation, sprich gerade hier, sind wir voll im Hintergrund. Ja? Ja. Im veröffentlichten Video, ja? Hast du auch was davon, ne? Ja. Musst du mal raussuchen, welches Lied mir Minute und Sekunde ansagen, damit ich immer mal wollte, dass du rausschneiden kannst. Nee, für uns mal raussagen, dass wir mal so generell was haben. So, ne? Mach's nochmal mit.
im September, glaube ich, oder August, September. Null Ordnung, also da. So gut, wir kommen jetzt zur Siegerehrung. Wir fangen an mit den Kleinsten der Spielklasse 1. Da waren 4 Teams am Start. So, und ich bitte mal die Teams SSC 1, SSC 2 und SSC 3 zu uns hier nach vorne. Also Team SSC 1, 2 und 3 bitte mal zu uns. So, wir fangen von hinten an. Dritter Platz geht an das Team SSC 3. Qualifiziert fürs Landesfinale 27.06. in Rostock, das heißt genau in 14 Tagen. So, es gibt Medaillen und natürlich auch noch die Anmeldekarte für Rostock. Das ist eigentlich das, worum es hier geht. So, zweiter Platz geht an das Team SSC 2. So, und die Sieger SSC 1. Also hat sich mit dem Teamnamen richtig Gedanken gemacht. SSC 1 erster Platz, SSC 2 zweiter Platz, SSC 3 dritter Platz. So, also für SSC 1 die Goldmedaille und als Preis dazu einen Gutschein für die Jugendherberge im Land und Tau im Wert von 60 Euro könnt ihr als Team einlösen. Also an dieser Stelle auch mal ein Dank ans Deutsche Jugendherbergswerk, sprich an den Bereich MV, die uns die Gutscheine zur Verfügung gestellt haben. So, das viertplatzierte Team, die Schwerin Tigers. Wenn von den Tigers noch jemand hier ist, bitte auch einmal zum Tisch kommen. So, dann machen wir weiter. Spielklasse 1 weiblich, die Street Girls. Ist da noch jemand von dem Team hier?